Straßburg, Januar 2010. Vertreter der WHO müssen beim Europarat antraben. Eine Motion bezeichnet die Schweinegrippe als erfundene Pandemie. Die Schweizer Ständerätin Liliane Maury-Pasquier präsidiert die Gesundheitskommission des Europarates. Der deutsche Arzt Wolfgang Wodarg erhebt schwere Vorwürfe. Es seien Millionen von Menschen unnötigerweise geimpft worden, nämlich zusätzlich zu den Impfungen zur saisonalen Grippe. Wie konnte die WHO dazu kommen, so einen teuren und gefährlichen Blödsinn zu machen, wie sie es gemacht hat? Sie hat das Vertrauen einmal bei der Vogelgrippe und jetzt noch mal wieder bei der sogenannten Schweinegrippe völlig verspielt. Die Vogelgrippe. 3 Jahre Ängste. Die WHO warnte, es ist eine Frage der Zeit, bis dieses Geflügelvirus sich zusammentut mit einem Humanvirus und ein Pandemievirus daraus entsteht. Wir gehen davon aus, das sind nur Modelle, wir müssen mal sehen, was da nun wirklich passiert, dass bis zu 17 Millionen Menschen sterben können. 286 Menschen starben an der Vogelgrippe. Sie hatten zuvor engen Kontakt zu den Tieren. Regierungen kauften derweil Tamiflu und spülten rund 4 Milliarden öffentliche Gelder in die Kassen der Firma Roche. Das Medikament hätte bei einer Vogelgrippe-Epidemie helfen sollen. Mexiko im letzten Frühjahr. Erste Schweinegrippefälle. Die Schutzmasken sind wieder en vogue. Bereits im Juni. Die Welt steht jetzt am Anfang der Grippe-Pandemie 2009. Influenza-Pandemie. Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Aus der Schweinegrippe-Epidemie wird offiziell eine Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verkündet in diesen Minuten in Genf, dass sie den Alarm für die Schweinegrippe auf die höchste Stufe anheben wird. Mit der WHO-Ankündigung setzt die Pandemie-Maschinerie ein. Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Furcht. Eigentlich ist der erste Grippeverlauf eher beruhigend. Aber die Experten der WHO warnen sogar, es könnte wie bei der spanischen Grippe 1918 enden, mit Millionen von Toten. Und wir wissen, dass jeden Tag 26.000 Kinder sterben an Hunger oder an vermeidbaren Erkrankungen, wo wir was tun könnten, die wir retten könnten. Dafür brauchen wir Geld. Und immer heißt es, wir hätten zu wenig Geld. Und wenn man dann in einer solchen Situation für eine unnötige und sogar schädliche Maßnahme so viel Geld ausgibt, und das sind in Europa bis zu 5 Milliarden wird geschätzt, nur in Europa, und 18 Milliarden weltweit, dann ist das sehr viel Geld, da kann man sehr viel Gutes dafür tun. Der Flop der Pandemie-Impfkampagne ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Regierungen hatten Millionen ausgegeben, um riesige Mengen an Impfstoffen einzukaufen. Immer das schlimmstmögliche Szenario vor Augen. Aber der Großteil der Bevölkerung entschied, sich nicht impfen zu lassen. Und so lagern viele Staaten Unmengen ungebrauchter Impfdosen im Kühlschrank. Ein Charakteristikum dieser Pandemie, auch in der Definition, war immer, dass es eine hohe Morbidität und eine hohe Mortalität mit sich bringt. Das heißt, sehr viele Menschen werden schwer krank und sehr viele Menschen, viel mehr Menschen als üblicherweise, sterben an dieser Erkrankung, die sich so schnell verbreitet. Doch dann hat die WHO Anfang letzten Jahres die Pandemiedefinition plötzlich abgeändert. Wichtig war jetzt nur noch die schnelle Verbreitung. Aber wenn die Anzahl Toter nicht mehr relevant ist, was soll dann der Vergleich mit der spanischen Grippe? Gemäß Wolfgang Wodarg gibt es eine auffällige Koinzidenz bei den Verträgen mit der Pharmaindustrie. Die Änderung dieser Definition ist dadurch erst möglich geworden, eine ganz normale, eine stinknormale Grippe zu einer Pandemie hochzustilisieren, was dazu geführt hat, dass diese Geschäfte plötzlich dann anfingen zu laufen. Eine schwere Anschuldigung. Doch tatsächlich, der von Deutschland 2007 mit GlaxoSmithKline abgeschlossene Vertrag hält fest, wenn die WHO Stufe 6 erklärt, beginnt die Pandemie. Und es treten die Vereinbarungen in Kraft zur Lieferung des speziellen Pandemie-Impfstoffes. Gibt es Leute, die gleichzeitig für die WHO und für Pharmafirmen arbeiten? Ich glaube, das sind nicht nur kleine Fische, Herr Fukuda. Tatsächlich sind belastende Fälle aufgetaucht. Klaus Stöhr stand jahrelang an der Spitze der Grippe-Taskforce der Weltgesundheitsbehörde. In Fernsehsendungen informierte er jeweils über die Vogelgrippe. Später wechselte er dann zu Novartis als bedeutender Experte im Bereich Grippeimpfstoffe.
Der Holländer Albert Osterhaus sitzt im SAGE, dem Impfstoff-Expertenkomitee der WHO, und ist Präsident der ESWI, der Europäischen Gesellschaft für Grippeexperten. Gleichzeitig ist er an einer Firma beteiligt, die selber Impfstoffe produziert. ESWI ist zudem zu 100% von der Pharmaindustrie finanziert. Impfstoffproduzent GlaxoSmithKline finanziert mit jährlich 6 Millionen Euro zudem die Forschung des finnischen Labors von Professor Eskola, ebenfalls WHO-Experte für Impfstoffe. Kann man da noch von Unabhängigkeit sprechen? In einer Welt, wo die Zahl wirklicher Grippefachleute recht klein ist, ist es unvermeidlich, dass solche Experten von allen beigezogen werden. Ein Jahr lang verfolgte die Angst vor der Pandemie auch die Schweiz. Eine Pressekonferenz jagte die andere. 5. Februar 2010. Das Bundesamt für Gesundheit erklärt das Ende der Pandemie. Das Interesse der Medien und der Bevölkerung ist geschwunden. Offenbar ließen sich nur 14% der Bevölkerung impfen. Übrig bleiben allein in der Schweiz 11 Millionen Impfdosen für 70 Millionen Franken.